So kennt man das Kraftwerk auf dem Kieler Ostufer seit 50 Jahren. Ein Kohlekraftwerk nach dem neuesten Stand mittlerweile nachgerüstet. Was davon tatsächlich 50 Jahre alt ist, das gucke ich mir gleich an. Das Kraftwerk soll um 13 Uhr vom Netz gehen für immer. Das heißt, die letzten Brocken Kohle, weiß der Geier, woher aus der Welt. Deutsche Kohle gibt es leider nicht mehr. Aber dieses Kraftwerk geht heute nach 50 Jahren vom Netz. Eine Leistung von 330 Megawatt, davon wären 60 Megawatt thermisch ausgekoppelt. Wir haben jetzt Frühling, heute am 31. März ist es schon wärmer. Das heißt, die thermische Leistung wird wahrscheinlich sehr gering sein. Und um 13 Uhr wird der leitende Ingenieur Nerhoff das Kraftwerk vom Netz nehmen, so dass dann das immer noch kaputte oder nicht fertig gebaute Gaskraftwerk mit Motoren in Betrieb genommen werden kann. Ich fahre da gleich hin, gucke mir an, wie der letzte Brocken Kohle über das Förderband durch die Kohlemühlen läuft und dort zu Strom verarbeitet wird. Wir gehen jetzt hier auf Rückleistung, und zwar haben wir Kessel und Turbine getrennt und fahren jetzt mit einem Gradienten von 6,9 MW pro Minute praktisch Rückleistung vom Generator, und dann gehen wir vom Netz. Das ist Vorgang. Und mittlerweile gehen wir jetzt hier schon auf 97 MW. Fallende Tendenz mit ca. 6,9 MW pro Minute. Und ich denke mal, dass wir in 10 Minuten vom Netz in Rückleistung gehen. Erst geht die Turbine runtergefahren, die Schnellschüsse machen zu, und dann gehen wir nur noch über Dach, über Abladung. Wo kommt der Strom dann her? Ja, das wissen wir auch nicht ganz genau. Aus Kiel kommt er erstmal nicht. Wie lange dauert das, müssen wir da rein? Ungefähr 24 Stunden. Na, dann sind wir damit durch. Und die bleiben so lange im Betrieb, bis die Bunkerstände null sind. Ne? Das ist also, so einschätzen? Das können wir einschätzen. Wir sehen es ja, wir haben ja hier Anzeigen. Da ist ein Mitarbeiter, der guckt da im Bunker rein und sagt uns dann, wenn das zu knapp wird. Ne? Also zu Beginn wird die elektrische Leistung runtergefahren und der Generator vom Verbundnetz getrennt. Dann beziehen wir unseren Eigenbedarf nur noch über das Verbundnetz, und Kessel und Turbine laufen weiter. Also hier sehen Sie, dass jetzt der Dampf, ein Teil des Dampfes, nicht mehr hier zur Turbine geht, sondern hier über diese Umleitstation wieder in den Kessel zurückgeführt wird. Dieser Anteil des umgeleiteten Dampfes wird immer größer, bis die Turbine dann irgendwann mal hier überhaupt keinen Dampf mehr bekommt. Bislang, wenn das Kraftwerk Energie erzeugt, kann man fast sagen, drücken wir Energie praktisch ins Verbundnetz rein. Und dieser Vorgang wird jetzt gleitend langsam übergehen dahin, dass wir nichts mehr ins Verbundnetz reindrücken, sondern aus dem Verbundnetz die Energie, die wir noch benötigen, beziehen. Für den Eigenbedarf. Für den Resteigenbedarf. Wie hoch ist der Eigenbedarf beim Kraftwerk? Kommt immer natürlich auf den Lastzustand an, aber so in etwa, wenn alles noch läuft, dann haben wir etwa 30 Megawatt. 30 Megawatt Eigenbedarf, das ist ja auch eine Stange, 10% der installierten Last. Wenn dann nachher die Großantriebe alle nach und nach abgeschaltet sind, dann liegen wir immer noch so bei 8 bis 10 Megawatt, die wir dann noch brauchen. Das ist der Speisewasserbehälter hier. Und hier sind die drei Speisepumpen, wobei eine noch im Betrieb ist. Und die fährt jetzt 360 Tonnen Wasser in den Kessel mit einem Druck von 198 Bar. Das wird jetzt hier durchgeleitet bis hier oben hin und wird dann hier im Kessel immer weiter erhitzt, bis es dann verdampft. Hier oben mit 540 Grad Dampftemperatur. Die zwei Pumpen haben ja schon 16 MW Eigenbedarf. Wenn sie voll fahren. Wenn sie voll fahren. So, null. Wie bitte? Und wenn das passiert, dann ist es auf. Ist auf. Und Sie sehen? Das ist der letzte Dampf, der noch im Kessel ist. Aber du gehst von hier am besten, das ist das Beste, was du. 12.35 Uhr, Kraftwerk Kiel, endgültig vom Netz. 11. September 1970, 31. März 2019, also sind das
48 Jahre, 8 Monate und 1 Tag war das Kraftwerk jetzt in Betrieb. Wir als GKK waren ein wichtiger Ort für die Entwicklung dieser Region. Einmal haben wir Arbeitsplätze gesichert, von Anfang an hochqualifizierte Arbeitsplätze. Also wir fahren jetzt noch die letzten Kohlereste weg. Wir haben jetzt hier noch zum Beispiel 44.000 und 30 Tonnen in der Kohlemühle in der 14 und in der 12. Die müssen noch weg und danach gehen die Mühlen raus. Und ja, das ist das, was wir momentan noch beobachten. So, mein Ziel ist alles in Ordnung. Haben wir noch weiter mit den Mühlen oder nicht? Wir haben also im Grunde genommen das, was nicht im Netz da war, was also erforderlich war, um das Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugung auszugleichen, das hat also, machen die Kohlekraftwerke dazu und da waren wir ein Teil davon. Hier haben zwei Generationen von Mitarbeitern quasi gearbeitet, also 50 Jahre, zweimal 25 Jahre, die also alle hier ihren Beruf begonnen haben und ihren Beruf auch ordentlich beendet haben. Das heißt also, wir haben keine Unfälle gehabt, keine schweren Unfälle in diesen 48 Jahren. Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern. Lasst mir noch 100 Kilo über, ich habe Bananenkisten mit für meinen Ofen. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, so, also Ofen. Ich weiß. Die hohe Zuverlässigkeit, nicht die technische Anlage macht das auch, aber die Menschen, die hier arbeiten, sind eigentlich diejenigen, die Zuverlässigkeit produzieren. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, die Motivation der Mitarbeiter. Also man muss ja zuverlässig die Energie produzieren, um im Grunde genommen diesen Bedingungen zu genügen. Weiter haben wir hier in der Zeit. Ja, das Kraftwerk ist inzwischen fast runtergefahren. Es wird keine elektrische Leistung mehr abgeliefert. Vor einer halben Stunde ist der Generator vom Netz gegangen. Ich gucke mir jetzt gleich mit der Sandra, das ist die Dame hinter der Kamera, an, wo die Kohle herkommt und wie die Kohle zermahlen wird und wie das Ganze sich ja gestaltete 50 Jahre lang. Hoffe, dass sich da auch ein bisschen alte Kraftwerker Atmosphäre mit erfahren kann, denn allein Leitwarte ist nun nicht das, was der Maschinese unbedingt braucht. Er braucht Kohle und Öl und... Ja, man kann jetzt also noch die Kohle sehen. Das Band ist jetzt im Grunde in diesem Zuteiler. Ne? Das ist im Endeffekt unser Gasgebäude. Ne? Damit können wir jetzt die Kohlemengen, die wir jetzt rausfahren, noch bestimmen. Keine Kohlen mehr da. Wir haben die Kohle restlos verheizt. Ja, die paar Haufen, die Sie da sehen, das sind im Grunde genommen hohen Sandgehalt, hohes Steingehalt. Das ist also, ne? Also praktisch die Reste der Kohle. Im Grunde genommen nicht zu verbrennen ist. Ja, das ist also im Grunde genommen, wenn Sie da rausgucken, es ist ja auch nichts mehr da. Haben Sie keinen Blitzer? Ja. Kamera. Wir müssen mal die Arme. Ja, meine hat das. Heute am 31. März ist also das Kohlekraftwerk auf dem Kieler Ostufer stillgelegt worden nach 50 Jahren Betriebszeit. Ich stehe hier auf dem Lagerplatz für die Kohle. Die wird nachher im Kraftwerk noch behandelt. Also das ist hier wirklich die Rohkohle, die angeliefert wird per Bahn oder per Schiff. Dieses Kraftwerk ist nach 50 Jahren außer Betrieb gegangen. Ein Teil der Leute wird übernommen in das Gasmotoren-Blockheizkraftwerk, was man gleich daneben gebaut hat.
und damit ist kohleerzeugter Strom und Wärme für Kiel eine Geschichte, eine schöne Geschichte über einen heimischen Energieträger, über die Sicherheit aus heimischen Energieträgern auch Strom und Wärme zu machen, die, ich denke, die Kieler in den letzten 50 Jahren dann auch genossen haben, wenn es mal kalt war. 50 Hertz ist das Maß aller Dinge für den Kraftwerker.